Die digitale Bildung wird ihr Versprechen nicht einlösen, die soziale Schere, die wir sowieso im Bildungsbereich in diesem Land haben, zu verkleinern, wenn die einen Kinder nachts Fortnite spielen und die anderen Kinder von ihren Eltern zum Programmierunterricht gefahren werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Schulen ausstatten für die Zukunft und dass digitales Lernen in der Schule stattfindet, damit es alle erreicht und nicht eine Frage des Elternhauses bleibt. Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen Zeit mit Ihnen zu verbringen, auch wenn es natürlich besondere Zeiten sind. Und ich glaube, seit März machen wir alle gemeinsam das größte Bildungsexperiment mit, was seit Jahrzehnten an den Schulen stattgefunden hat. Hätte uns jemand Anfang des Jahres gesagt, dass Kinder flächendeckend Fernunterricht machen würden, dass sie zu Hause säßen, während die Lehrer auch zu Hause sitzen und wir das alle gemeinsam hinbekommen würden, dann hätten wir den oder diejenige, glaube ich, für verrückt erklärt. Und dann sind wir im März mit sehr kurzer Ankündigung alle in dieses kalte Wasser gesprungen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, ich bin Mutter von 3 Kindern, als am Freitag die Nachricht kam, dass ab Montag die Schulen geschlossen sind, war das auch erstmal für uns Eltern ein großes Umdenken. Denn Homeoffice ging weiter, beziehungsweise war auch neu, Haushalt ging weiter und plötzlich hatten wir unsere Kinder zu Hause, Kita-Kinder, Schulkinder, und das war ein Alltag, der, glaube ich, viele gerade am Anfang, aber auch im Laufe der Zeit sehr an ihre Grenzen gebracht hat. Und das Gleiche haben Sie auch erlebt. Von einem Tag auf den anderen waren Lehrer und Lehrerinnen gezwungen, mit digitalen Geräten, so sie überhaupt vorhanden waren, mit ihren Schüler und Schülerinnen zu Hause zu sprechen, Unterricht zu machen. Und Sie als Schulleiter und Schulleiterin waren Sorgentelefon für Eltern, Schüler und Lehrer. Gleichzeitig mussten Sie sich durch diesen Wust an Tools, Möglichkeiten wühlen, kriegten wenig Orientierung, was ist eigentlich datenschutzkonform, was darf ich jetzt eigentlich einsetzen. Und das war für uns alle, glaube ich, eine ganz große Belastungsprobe. So, und jetzt wäre es so einfach zu sagen, lass uns doch in diesem kalten Wasser jetzt nicht mehr allzu lange bleiben, lass uns ans allvertraute Ufer zurückschwimmen. Und Wunden lecken, abtrocknen und hoffentlich geht's dann weiter, wie wir es alle bisher kannten. Und ich möchte Ihnen eigentlich heute Mut machen zu sagen, schwimmen wir doch weiter. Trauen wir uns in diese neuen Gewässer vor? Haben wir vielleicht sogar richtig Lust aufs neue Ufer? Und machen wir zusammen dieses Bildungsexperiment auch in einer Zeit weiter, wo es vielleicht nicht mehr notwendig ist, im Moment schon noch, aber vielleicht in Zukunft nicht mehr, sondern machen wir es aus Überzeugung weiter, weil wir unsere Schüler und Schülerinnen zu Gestalter der Zukunft ausbilden wollen. Und warum ist das eigentlich wichtig? Wenn man Eltern, auch vielen Lehrer und Lehrerinnen und so zuhört, dann hört man sehr oft, die Kinder hängen schon genug vor den Geräten. Die sind Digital Natives, die können das alle. Ab dem Kindergartenalter wird geswiped, der Home-Button gedrückt, mit digitalen Geräten umgegangen, als sei das irgendwie ihre natürliche Umgebung. Und ich glaube, was wir dabei aber verwechseln, ist, dass unsere Kinder zwar qua Muttermilch oder Prägung oder Sozialisierung digitale Konsumenten sind, wir es aber bisher nicht schaffen, sie zu Gestaltern dieser digitalen Welt auszubilden. Und ein Beispiel ist TikTok und Discord und Twitch und YouTube und Fortnite. Das sind alles Anwendungen, die die intuitiv nutzen können. Das sind aber keine Anwendungen, wo sie selber ins Gestalten kommen. Nur die allerwenigsten kreieren auf den sozialen, in den sozialen Medien Content. Die meisten konsumieren diesen Content. Und warum ist es deswegen so wichtig, dass wir das Thema digitales Gestalten und Lernen in den Schulen beibringen? Erstens, damit unsere Kinder nicht den Anschluss später verlieren. Und was meine ich damit? Es gibt eine neue UN-Studie, dass 65% der heutigen Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. 65%. Das heißt, wenn wir Humboldt folgen und sagen, wir wollen an den Schulen mündige Bürger und Bürgerinnen der Welt von morgen ausbilden, dann ist Mündigkeit eben in Zukunft auch die Fähigkeit, sich an sehr stark verändernde Umfelder anzupassen, sehr große Unsicherheit auszuhalten, ja, sie vielleicht sogar zu umarmen und Kreativität zu leben. Denn wenn wir etwas noch nicht kennen, dann können wir es heute auch noch nicht beibringen, dann können wir nur die Fähigkeit beibringen, mit dem Unbekannten umzugehen.
Und der zweite Grund, warum es so wichtig ist, dass das Thema digitale Bildung Einzug in die Schulen erhält, ist digitale Chancengerechtigkeit. In der Corona-Zeit hat sich gezeigt, der Verband Bildung und Erziehung hat es erhoben, dass 2,4 Millionen Kinder in Deutschland von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Und diese 2,4 Millionen Kinder haben in den Corona-Zeiten noch mehr verloren. Denn häufig war es genau in diesen Haushalten so, dass es keinen Drucker gab, keinen Computer, da kein Lernen ankam, es keine Eltern gab, die gesagt haben, ich setze mich jetzt mal neben dich und erkläre dir was, weil dein Lehrer oder deine Lehrerin vielleicht noch nicht per Videokonferenz mit dir verbunden sind oder dir anderweitig helfen können. Und diese Kinder haben ja dann nicht kompensiert, indem sie im Wald gespielt haben oder indem sie am Wohnzimmertisch Brettspiele mit ihren Eltern gespielt haben, sondern da war häufig die Kompensation Fernsehen und digitale Spiele. Als wir in Brennpunktschulen letztes Jahr vor Corona zu Gast waren, war das Argument der Lehrer und Lehrerinnen, warum die Kinder dort dem Unterricht häufig nicht folgen können, an allererster Stelle Müdigkeit. Müdigkeit, weil sie die halbe Nacht vor Spielen wie Fortnite saßen und am nächsten Morgen nicht in der Lage waren, dem Unterricht zu folgen. Und die digitale Bildung wird ihr Versprechen nicht einlösen, die soziale Schere, die wir sowieso im Bildungsbereich in diesem Land haben, zu verkleinern, wenn die einen Kinder nachts Fortnite spielen und die anderen Kinder von ihren Eltern zum Programmierunterricht gefahren werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Schulen ausstatten für die Zukunft und dass digitales Lernen in der Schule stattfindet, damit es alle erreicht und nicht eine Frage des Elternhauses bleibt. So, und wie sieht sie aus, diese digitale Infrastruktur an den Schulen? Da wird ja fast täglich im Moment in den Medien drüber gesprochen. Da gibt es zuallererst den Digitalpakt. Und vielleicht da mal ein paar Fakten rund um den Digitalpakt und wie er sich aktuell darstellt. Im März letzten Jahres wurde er beschlossen. 5 Milliarden wurden damals ausgelobt für WLAN, also für Breitbandausbau, für Internet und für Geräte an den Schulen. Nicht für Dienstgeräte für Lehrer und Lehrerinnen. Das ist jetzt erst in der Corona-Krise offensichtlich geworden, dass man die vergessen hatte, beziehungsweise nicht dachte, dass das so nötig sei. Und das ist erstaunlich. Also wenn ich normalerweise an die Digitalisierung eines Unternehmens oder einer Umgebung, einer Behörde oder so denke, dann denke ich ja zuallererst daran, dass diejenigen, die dort arbeiten, ein Gerät brauchen, um teilzunehmen. Das ist jetzt letzte Woche nachgezogen worden. Da wurden weitere 500 Millionen genehmigt für Dienstgeräte für Lehrer und Lehrerinnen. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, denn wenn wir was gesehen haben in Corona-Zeiten, ist, dass dann viele zu Hause ihr eigenes Gerät genutzt haben, ihre eigene private E-Mail-Adresse und dass das nicht die Infrastruktur sein kann, die es braucht, um an den Schulen voranzukommen. Von diesem Digitalpakt ist laut einer Abfrage im Bundestag von gestern rausgekommen, dass bisher 15,7 Millionen Euro ausgeschüttet wurden. Das sind 0,03% des Digitalpakts. So, da können wir jetzt sagen, naja, da ist uns Corona dazwischen gekommen, da konnte jetzt keiner diese Medienkonzepte erstellen, da konnte jetzt die Behörde nicht sich damit beschäftigen, dass diese Gelder allokiert werden. Aber 15,7 Millionen und Sie werden es an Ihren Schulen kennen, bei wie wenigen von Ihnen ist schon Geld angekommen. Und selbst wenn Sie zu den Vorreitern gehörten, die im März letzten Jahres gesagt haben, ich habe jemanden in meinem Kollegium, der sich diesem Thema annehmen kann, selbst wenn Sie gesagt haben, wir sind jetzt Early Mover, wir machen das jetzt sofort, denn es ist jetzt wichtig, dann war bei Ihnen wahrscheinlich auch häufig die Realität, dass Sie zwar Ihr Konzept eingereicht haben, aber der Schulträger erst so lange gewartet hat, bis alle Schulen seines Berits eingereicht hatten, bevor er das ans Land weitergereicht hat. Und deswegen gibt es ganz viele Schulen, die seit März oder April letzten Jahres mit einem eingereichten Medienkonzept darauf warten, dass Geld an sie fließt, weil andere Schulen noch nicht angefangen haben. Und auch das ist Bildungsgerechtigkeit, dass wenn man sich auf den Weg macht und dass, wenn man was verändern möchte, dass man dann auch ein Output seiner Arbeit sieht. Und ich glaube, jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es keine Frage mehr, wofür brauchen wir diese Infrastruktur? Welches Medienkonzept können wir vorlegen? Jetzt geht es darum, einfach die Grundlage dafür zu schaffen, dass, wenn hybrider Unterricht uns noch sehr lange begleitet, das heißt, ein Teil der Kinder zu Hause ist oder alle, wir nicht so aufgeschmissen sind wie im März und April. Und das gesagt, wissen Sie auch, dass Geräte, die wir heute bestellen, wahnsinnig lange Lieferzeiten haben. Es bestellen gerade alle Geräte, nicht nur die Schulen, sondern auch alle anderen Unternehmen haben aufgerüstet in dieser gleichen Zeit.
Und vorgestern sagte eine Schulleiterin zu mir, wir haben bestellt, wir haben Digitalpaktgelder bekommen und die Geräte kommen in 6 Monaten. Das heißt, es ist ja trotzdem nicht so, dass es morgen losgeht. Und umso wichtiger ist, dass wir jetzt nicht die Zeit mit Bürokratie verschwenden, sondern dass wir jetzt Soforthilfe an den Schulen zulassen. Und noch eine Sache ist da wichtig. Was dürfen wir denn überhaupt einsetzen? Viele von Ihnen werden die letzten Monate damit verbracht haben, Schlupflöcher zu suchen, andere zu fragen, was darf ich überhaupt machen? Welches Videokonferenz-Tool ist richtig? Welches Gerät soll ich jetzt eigentlich anschaffen? Denn die Gefahr, das falsche Gerät jetzt schnell zu kaufen, ist extrem groß. Und ein Beispiel macht das vielleicht deutlich. Eine Studiendirektorin aus Bayern, mit der ich letzte Woche sprach, sagte, um wirklich guten Unterricht zu machen, brauche ich für das digitale Gerät einen Stift. Denn ich erarbeite Inhalte mit meinen Schüler und Schülerinnen zusammen. Das ist meine große Stärke als Lehrerin. Ich schmeiße nicht das Ergebnis per Beamer an die Wand und sage, hier habe ich schon für euch zu Hause mal vorgerechnet oder diesen Lateintext habe ich für euch schon mal markiert, sondern das möchte ich in Echtzeit machen. Da möchte ich mit den Schülern an der virtuellen Tafel ihre Gedanken einfließen lassen, durchstreichen, neue Verbindungen herstellen. Und das geht mit Tablets, mit Stift sehr gut. Und da hat sie sich jetzt 3 bis 4 Monate eingearbeitet. Welches Tablet ist gut? Was gibt es dann für Inhalte auf diesem Tablet? Was hilft den Lehrern, direkt diesen Unterricht zu machen? Und dieses Best Practice, was so häufig an der Front passiert, was so viele ihrer Kollegen und ihres Kollegiums jeden Tag erarbeiten, das müssen wir sichtbarer machen. Denn häufig ist diese Bildungsdiskussion in diesem Land eine unheimlich abstrakte. Dass einfach vermeintliche Experten und Politiker miteinander reden, was man alles mal müsste und so. Und sie werden ganz häufig denken, warum fragt uns denn keiner? Wir machen das doch jeden Tag. Es ist ja nicht so, als ob wir hier mit unseren Kollegen sitzen und in die Luft gucken. Wir haben ja schon Lösungen gefunden. Die mögen vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Die mögen vielleicht auch noch nicht immer funktionieren. Und vielleicht haben wir, was Datenschutz angeht, auch noch nicht die volle Transparenz, was wir eigentlich dürfen. Aber wir machen uns schon jeden Tag die Hände schmutzig. Und deswegen ist mein großer Appell, seien Sie weiter so laut wie möglich. Nehmen Sie nicht in Kauf, dass andere über Sie reden. Mischen Sie sich selber ein. Und ich glaube, es gibt viele Initiativen, gerade in dieser Zeit, die endlich mal denjenigen eine Stimme geben, die das jeden Tag tun und nicht nur über sie hinwegreden. Und was mit digitaler Bildung auch einhergeht, sind Raumkonzepte. Also wenn man jetzt gerade an den Schulen überlegt, wie kriege ich das eigentlich hin mit dem Abstand? Die Kinder haben zwar eine Maske auf, nicht alle müssen sie im Unterricht tragen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Aber wie bewege ich mich eigentlich durch Schulgebäude? Dann sind das sehr starre Vorgaben. Und wenn aber die Kinder eh eine Maske tragen müssen außerhalb des Klassenzimmers, na dann nutzen wir doch die Flure mehr, den Schulhof, Theater, die gerade leer stehen, Museen, die vielleicht nicht so gut besucht sind. Werden wir kreativ und sagen uns, es ist eh schon eine für die Schüler und Schülerinnen sehr absurde Situation. Jeder sitzt auf seinem Platz, nimmt die Maske ab, bitte nicht zu nah an seinen Mitschüler. Zum Teil kommen die gerade erst zum ersten Mal in die Schule, in der 1. oder 5. Klasse. Und lernen sich eigentlich gar nicht richtig kennen. Wie toll sind denn gerade in dieser Zeit kreative Konzepte und Ausprobiermöglichkeiten? Also seien Sie da weiterhin so flexibel und mutig und lassen Sie Ihr Kollegium neue Wege gehen. Und lassen Sie mal die Schüler auf den Treppen des Flures oder des Schulgebäudes sitzen und da Unterricht machen. Die brauchen auch wieder ein bisschen mehr Spaß und Lust an der Gemeinsamkeit. Denn wenn wir eins gemerkt haben in Corona-Zeiten, egal wie digital die Welt in Zukunft sein wird, die Rolle der Lehrer und des Lehrers und der Lehrerin und ihre Rolle war nie so wichtig wie da. Inhalte sind zum Teil angekommen, Lernen fand irgendwie statt, aber was vermisst wurde, war der soziale Kontakt. Und zum ersten Mal haben, glaube ich, Schüler und Schülerinnen auch wirklich ihre Lehrer vermisst. Also zumindest war das bei uns zu Hause der Fall, dass sie mich irgendwann nicht mehr sehen konnten und sich gewünscht hätten, da wäre mal wieder einer, der es ihnen richtig erklärt. Also insofern auch bei Raumkonzepten wieder Raum zum Atmen zu schaffen, ist, glaube ich, genau der richtige Impuls im Moment. Und vielleicht noch eine Idee, die mir über die Sommerferien kam, wo ich da saß und dachte,
Mann, das ist aber auch ein dickes Brett, was wir hier alle zusammen bohren. Das ist ja nichts, wo man jetzt sagt, wir spielen jetzt mal ein Update auf die Schulen und dann läuft das. Was gibt's denn für Ideen, die gerade kostenlos sind, die schnell wirken und die trotzdem helfen? Und eine Idee, die so banal ist, aber die ich gerne mit Ihnen teilen möchte, ist: Bitten Sie doch jede Lehrer und jeden Lehrerin an Ihrer Schule, für eine Klasse eine Liste zu machen. Welche Kinder können qua Ausstattung zu Hause und Betreuungskapazität der Eltern ohne Probleme auch wieder zu Hause lernen, sollte ein Corona-Fall an der Schule auftreten? Welche können das auf keinen Fall, weil ihnen die Infrastruktur fehlt und die Eltern in systemrelevanten Jobs arbeiten oder sich nicht um ihre Kinder kümmern können? Und welche könnten es im Notfall? Und wenn wir jetzt so eine Liste in jedem Klassenraum liegen hätten, wo drauf steht, diese 14 Kinder können eigentlich sofort nach Hause, da wird keine Mutter, kein Vater anrufen und sagen, oh, warum habe ich die denn jetzt hier schon wieder sitzen? Da wird immer noch Lernen ankommen können. Dann kann man eben, wenn ein Corona-Verdachtsfall auftritt an der Schule, nicht gleich die ganze Schule schließen, nicht gleich die ganze Klasse nach Hause schicken und Gefahr laufen, dass die Hälfte wieder nichts mitbekommt, sondern dann kann man sagen, aus jeder Klasse nehme ich die 14, 13, 15, bei denen das geht, sofort raus und verteile die anderen mit Abstand auf die Klassenräume. Und diese pragmatischen Lösungen, die müssen wir uns jetzt noch eine ganze Weile trauen. Denn the new normal wird noch sehr lange new bleiben und noch sehr lange nicht normal sein. Und deswegen möchte ich Sie ermutigen, genau diese Lösung weiter umzusetzen und voranzugehen und zu zeigen, wie wir es machen können. Und mit digitalen Geräten und neuen Raumkonzepten geht auch neuer Unterricht einher. Denn wie meine Vorredner schon gesagt haben, es geht nicht darum, jetzt auf einem digitalen Gerät eine Matheaufgabe zu lösen, die ich vorher auch wunderbar mit Papier und Stift hätte lösen können. Es geht nicht darum, jetzt ein Arbeitsblatt zu bearbeiten, was ich auch schon vorher bearbeitet habe. Das ist keine digitale Bildung und dann wird der Unterricht eher schlechter, da wir durch technische Barrieren eigentlich viel mehr damit beschäftigt sind, die Technik zum Laufen zu kriegen, als den Unterricht zu vermitteln. Wie können wir also ganz neu denken, ohne alles, was wir bisher haben, über Bord zu schmeißen? Und da möchte ich Ihnen einfach ein paar Beispiele nennen, die Sie hoffentlich inspirieren und verstehen lassen, warum digitale Bildung so viel mehr sein kann, als PDFs per E-Mail zu verschicken. Das eine ist ein sehr großes Konzept von Margret Rassfeld, die den Friday sich ausgedacht hat und gesagt hat, wie kommen wir eigentlich dazu, mehr fächerübergreifenden und projektbasierten Unterricht möglich zu machen. Und die hat sich überlegt, was wäre, wenn einen Tag die Woche das Kind an einem Projekt arbeitet, wo es selber den Weg bestimmen darf, wo es selber wählen darf, nehme ich ein digitales Gerät, nehme ich analoge Inhalte, bastel ich, nutze ich ein 3D-Programm, baue ich einen Bio-Kiosk oder programmiere ich vielleicht ein Spiel, wo einfach das Kind selber anfängt, seine Tools zu wählen, ob die analog oder digital sind, und selber ins Machen zu kommen und Kreativität zu entfalten. Und das sind dann Tage, an denen Unterricht verschwimmt. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Bauen wir ein Corona-optimiertes Klassenzimmer. Jetzt können wir das in einem 3D-Programm bauen. Wir können es malen. Wir können es in Minecraft zum Leben erwecken, dann können wir es in Mathe vermessen und überlegen, wie viel Abstand müssen die Schreibtische haben, wie groß muss der Raum eigentlich sein, damit 28 Kinder reinpassen. Wir können in Deutsch einen Aufsatz darüber schreiben, den können wir mit Stift und Papier schreiben, den können wir in einem Textbearbeitungsprogramm schreiben, können wir auch als Podcast einsprechen oder ein Video aufnehmen und auf einem Klassen-YouTube-Kanal teilen. Und dann können wir im Sachkundeunterricht das Robert-Koch-Institut uns angucken und Recherche betreiben, was müssen wir eigentlich alles für Auflagen erfüllen, und lernen dabei gleich Quellen zu verifizieren und zu gucken, wie finde ich eigentlich im Internet die richtigen Informationen. Und so ein Projekt umfasst also vier Fächer und ist trotzdem ein gemeinsames Ziel, in das wir reinarbeiten. Und ich glaube, das weckt bei Kindern Kreativität, ihre eigenen Mittel zu wählen, wie sie sich ausdrücken wollen. Ein weiteres Beispiel dafür ist das Gedicht Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Eins meiner Lieblingsgedichte, und in Corona-Zeiten musste mein Sohn es auswendig lernen. Und weil er das Gedicht nicht vor seinem Klassenlehrer vortragen konnte, hat er ein Video aufgenommen. Und weil er
wusste, er darf sich ausprobieren und die Schulstunde endet nicht in 30 Minuten und er kann da ein bisschen mehr Zeit investieren, hat er angefangen, einen Hintergrund zu basteln und er ist sonst nicht im Verdacht, zu viel zu basteln oder zu künstlerisch sich zu engagieren. Ein Hintergrund gebastelt mit einem Birnbaum, einen Strohhut aufgesetzt, sein Bruder gebeten, dieses Video von ihm zu machen, natürlich lauter Filter draufgelegt, damit das alles noch viel cooler aussah, Musik hinterlegt, dem Ganzen einen Titel gegeben und es dann so geschnitten, dass es wie eine Aufführung aussah. Und das hat er dann seinem Lehrer geschickt. Und dieses kleine Beispiel ist, glaube ich, sinnbildlich, wo wir hinwollen. Es ist immer noch humanistische Bildung. Es geht immer noch darum, ein Gedicht auswendig zu lernen. Aber die Art und Weise, wie wir es präsentieren, ist bei unseren Kindern eine andere als bei uns. Wir standen noch mit Rüschenkragen vor unseren Großeltern und haben das aufgesagt, waren fürchterlich nervös. Und die stehen heute eben vor einer Videokamera, sind auch fürchterlich nervös, können das noch 8-mal korrigieren, das konnten wir damals nicht, aber sind auf das Endergebnis mal mindestens so stolz wie wir. Und ich glaube, das sind Beispiele, die zeigen, unsere Kinder leben zwar vielleicht in Zukunft in einer anderen Welt, aber das Wertesystem und sozusagen die Mittel der Wahl und die Inhalte, die wir ihnen vermitteln, die sind häufig immer noch die gleichen wie bei uns früher. Und vielleicht noch zwei weitere Beispiele, weil ich immer merke, Beispiele helfen uns, den Kopf aufzumachen, Bilder im Kopf zu haben, was wir eigentlich meinen. Wenn Sie im Deutschunterricht oder egal eigentlich in welchem Unterricht sagen, liebe Kinder, macht ein E-Book über euren Lieblingssport, Basketball. Und da recherchiert ihr die tollsten, größten Basketballer aller Zeiten und guckt mal, wie viele Körbe haben die geworfen, wie groß waren die eigentlich, was war ihr bestes Spiel, wo haben sie die meisten Punkte gemacht. Und dann können die Kinder Fotos, Videos in dieses E-Book reinpasten, sie können Texte selber schreiben, da gilt immer noch Rechtschreibung, auch wenn das Programm es vielleicht manchmal für sie korrigiert. Und dann entsteht ein E-Book, was sie mit ihren Mitschülern teilen können, was die Mitschüler auch weiterschreiben können. Das ist dann vielleicht kein abgeschlossenes Werk, sondern vielleicht ein kollaboratives Projekt. Aber das Herzblut der Kinder, was reinfließen wird in mein Lieblingsthema in Form eines E-Books, mag für diese Kinder viel, viel größer sein, als wenn man sagt, bastelt das jetzt mit Papier und Stift. Und da tun wir uns manchmal schwer mit, weil wir sagen, diese Haptik und so, das ist doch auch wichtig und Handschrift ist wichtig und das ist auch alles wichtig. Aber bisher negieren wir ihre Welt und machen unsere sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, damit unsere Kinder mit dem gleichen Selbstbewusstsein in die Zukunft starten, was wir hatten, als wir aus der Schule gekommen sind, müssen wir ihnen gerade auch diese Zukunftskompetenzen beibringen und nicht einfach immer nur sagen, aber uns hat unsere Schule auch nicht geschadet, guck doch mal, was aus uns geworden ist. Die werden in einer anderen Zeit groß werden und die werden in eine andere Welt entlassen und das sollten wir mehr respektieren. Und all das braucht Fortbildung des Kollegiums, der Schulleiter und Schulleiterin. Denn so wie wir Eltern auch keine Digital Natives sind, wir wissen auch nicht so richtig, was unsere Kinder da lernen könnten und wie man das macht und was ein Programm Scratch mit Programmieren oder ein Stop-Motion-Film genau ist oder wie wir den zum Leben erwecken. Genauso mögen Sie manchmal ratlos vor diesem Berg stehen und sagen, das klingt ja alles ganz toll, was Sie da alles gerade von uns verlangen, aber ich habe das bisher nicht beigebracht bekommen und ich habe auch zu wenige in meinem Umfeld, die ich fragen kann. Und deswegen müssen wir in sofort Fortbildung investieren. Denn es reicht nicht jetzt zu sagen, wir müssen die Studiengänge anpassen und die Landesfortbildungsinstitute aufrüsten und dann irgendwann geht man mal zu einer Weiterbildung. Sondern wir wissen doch sehr genau, womit jeden Tag Ihre Kollegen und Sie selber gerade kämpfen. Und das sind zum Teil technische Fragestellungen, das sind zum Teil inhaltliche Fragestellungen zu Programmen. Wie kann ich ein Programm wie, nehmen wir ganz verschiedene Sachen, OneNote, was Sie nutzen müssen, oder Padlet oder so, jetzt nutzen und was ist da möglich? Und das sind aber auch Fragestellungen, wie bringe ich das Tablet zum Laufen und wie lade ich da eine App runter? Das kann also von ganz klein bis ganz groß gehen. Und diese Fortbildungen finden jetzt schon in ersten Bundesländern statt, aber noch viel zu zaghaft, viel zu einzelfallmäßig. Und das muss flächendeckend werden und da können Sie einen Beitrag leisten. Wenn Sie schon Antworten haben auf Fragen, die sich gerade sehr viele stellen, dann stellen Sie die ins Netz. Es ist die Zeit,
von Twitter-Lehrerzimmer, es ist die Zeit von tollen Insta-Lehrern und Lehrerinnen, es ist die Zeit von YouTube-Kanälen, wo ich mir Hilfe holen kann. Es muss nicht immer erst vom Kultusministerium genehmigt werden, wenn es mir jetzt gerade hilft. Denn am Ende geht es uns darum, dass wir jetzt klarkommen und langfristig die richtigen Weichen stellen. Aber das jetzt klarkommen, da können wir mehr die Zügel in die Hand nehmen. Und insofern ist mein Schlussappell, wenn Sie so wollen, bleiben Sie so pragmatisch, mutig und, so wie ich es wahrgenommen habe, sehr optimistisch. Die aktuelle Zeit verlangt uns so viel ab und keiner erwartet von Ihnen, dass Sie alle Antworten und Lösungen haben. Aber jetzt gerade, wenn man hört, dass vielleicht, wenn Sie gerade Microsoft Teams oder Google Classroom in der Krise eingeführt haben, weil Sie das als Soforthilfemaßnahme genommen haben und jetzt hören Sie, das darf man eigentlich bald gar nicht mehr nutzen, verfallen Sie nicht in Schockstarre, sondern gucken Sie jetzt schon nach Alternativen. Sprechen Sie mit den Kultusministerien oder Ihren Schulträgern und sagen, dann müsst ihr uns Alternativen liefern. Die Alternative kann nicht sein, dass ihr uns sagt, was nicht möglich ist, aber uns keine Möglichkeit gibt zu sagen, was dürfen wir denn nutzen. Und solange diese Grauzone besteht, trauen Sie sich weiterhin, diese Grauzone mit Leben zu füllen. Auch wenn Sie das vielleicht nicht jeden Tag erreicht, es herrscht eine unglaubliche Dankbarkeit auf Seiten der Eltern, wie sehr Sie da vorne an der Front gekämpft haben. Und wir wissen, wie schwer das war. Und wir wissen, wie schwer wir Ihnen das Leben auch manchmal gemacht haben. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns trauen, in diesem kalten Wasser weiter zu schwimmen und an ein neues Ufer zu kommen, wo wir stolz auf uns sind, dass wir diesen Weg hinter uns gebracht haben. Vielen Dank.